Ne, bluten tue ich nicht mehr. Ich kann doch wieder laufen. Ich kann trotzdem bandagieren. Vollkommen bescheuert. Ach, danke schön, Tobias. Okay, jemand anderes repariert jetzt die Titanic, bitte? Ich hab keinen Platz. Angst wurde er. Ich mach das. Sehr gut. Daniel, du musst dir eins hinter die Ohren schreiben. Keine Panik auf der Titanic! Wie geht das weiter? Keine Panik auf der Titanic! Nee. Mucka, du kennst doch so deutsche Volkslieder. Sing mal. Warte. Okay, hast du gerade was gesehen? Nee. Toll. Wo bist du, Mucka, eigentlich gerade? Ich bin, im Desinteresseland. Ich bewache das Auto, dass keiner wegfährt. Ja, das sagt uns jetzt sehr viel. Ach scheiße, ich kann nicht auf meinen Rucksack zugreifen. Boah, jetzt muss ich jedes Mal zurückschwimmen. Wie nett ist das denn? Du kannst das Gear öffnen vom Schiff und dann auf deinen Rucksack zugreifen. Das geht. Magnial. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz hübscher Punkt hier, den wir ausgewählt haben. Hey, wo kann ich Daniel, das hast du gelesen? Naja, du kannst von der Brücke halt da runterschießen in die Türen. Was denn? Du hast jetzt seit neuestem auch ein No-Recoil-Script an. Echt? Nice. Hab ich gar nicht gemerkt, muss ich zugeben. Ist das gut? Treffe ich dadurch besser? Hier sind übrigens Zelte im Stein. Hier ist ja auch gar nichts drin. Und was kann ich mit meinem Anti-Recoil-Script machen? Hast keinen Rückstoß. Rückstoß. Naja, aber was habe ich damit gemacht? Freue ich mal so. Naja, hast keinen Rückstoß. Also du schießt dauerhaft. Ja, aber. Dein Waffe verzieht sich nicht. Ja, aber wann habe ich das denn gemacht? Kommt gleich. Okay. Er sagt, welche Stelle. Welche Hier ist eine Kiste im Stein. Im Stein. Ja. Okay, da haben wir nicht geguckt. Und was Schönes drin. Ich weiß nicht so genau, wie ich am besten in den Stein reinkomme. Ich glaube, die ist hier drin und keiner kommt dran. Guck mal hin. Wir sind bis jetzt überall reingekommen. Ja, ich kann mal einen Jerrycan rankriegen. Ist ja nichts. Aber drin. Nicht. Okay, geil. Vielleicht meint er auch mich. Vielleicht habe ich nur Recoil, Leute. Ja, du sowieso. Du bist ja auch Comet-Logger und eine Killermaschine neuerdings. Ja, wenn wir kein Benzin haben, dann kann eine schon mal die Reifen wieder abbauen. Oh nein, nicht euer Ernst. Oh Leute, ich bin jetzt gerade mit alten 5 Reifen dran. Das ist voll schön hier, das entspricht voll meinen ästhetischen Vorstellungen. Haben wir die Jerrycan mitgenommen? Die leere? Ich hab ne Big Jerrycan mit, ja. Big? Big. Eine hier ist ganz wenig drin, die Engine ist auf 20%, aber ich müsste das bewegen können, ne? Okay. Oder? Ich sehe noch einen Strich. Ja, du kannst bewegen. Da, der ist Nummer 117 Minuten 50 Sekunden. Epischer Selbstboss. No Recoil mit der PKP? Okay, ich bin echt gespannt. Ich guck jetzt auch mal. Ja, warte, ich guck mal, wie ich gecheatet habe. Dann raus. Klasse. Okay, also ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich glaube nicht, dass ich gecheatet habe. Schade. Ist ja dumm, Mann. Mit der PKP. Eine PKP ist eine LMG. Wenn du mit einem LMG auf dem Boden liegst, ne, dann hat das so gut wie kein Recoil. Dafür ist es konzipiert. Kannst du ihm mal sagen, er soll mal seine Hausaufgaben machen, bevor er Scheiße labert. Das ist ein Armer. Die Waffen sind realistisch. Du kannst zwar das Standbein hier nicht ausführen, aber wenn du ein Armer das Standbein ausführst, wenn du zum Beispiel Armex spielst oder so, dann haben die Waffen so gut wie kein Recoil. Dafür sind diese beschissenen Standbeine. Der Sie wird das einfach mitgemacht. Das heißt, wenn du liegst, ist das Standbein so gut wie ausgefahren. Da soll ich Schnauze halten, ey. Sag mal, ganz ehrlich, wie ist eigentlich jetzt die Real Titanic einfach mal so gerade eben an Land gekommen? Ich hab jetzt überhaupt nicht aufgehört. Ja, hab ich gemacht, Junge. Peter, meine Fresse, ey. Überrascht denn immer wieder. Der hat halt kein Aim. Was ist denn das für ein Morgen? Ohne Scheiße. Ich glaube, das ist ein Troll. Ich würde da gar nicht mehr weiter drauf reagieren. Ich hab ja dazu auch noch überhaupt nichts gesagt. Die anderen Leute zerreißen hier gerade das Maul. Aber wie kann denn hier einsteigen? Meinte ich, aber keiner von uns ist das, glaube ich. Ja, stimmt. Kannst du mal auffüllen hier mit deiner Big Jerry Can? Ach, du bist da oben am Steuer! Captain! Na, Siki, ich hab die ja auch fertig gemacht! Meine Güte, nee! Komm, aber ich nehme ehrlich gesagt die Session hier nicht auf, Mexiko fahren dann lieber.
Nee, Quatsch, du kannst ruhig. Tobi fährt. Tobi hat noch nie eine Titanic kaputt gemacht. Ja, weil er noch nie eine gefahren hat. Aber für alles ein erstes Mal, ne? Guck mal, wie sich die Reifen bewegen. Voll die riesen Dinger, ey. Die sind größer als die Menschen. Ja, stimmt nicht ganz, aber wenn ihr kniet, dann schon. Dann lass mal das, den SUV schon mal ausbauen, weil dann können wir die Engine und so alles repairen. Musst du gerade rülpsen. Und dann können wir auch einfach mal zum Sektor B schwimmen. Lol, wie geil ist das denn, ey? Boah, jetzt hätte ich gerne eine Map. Ihr müsst mich dann führen, ich will gerne dahin fahren. Drain Fuel from SUV Special. Sollen wir dann die Karre hast komplett wechseln? Hast du einen Kapitänsschein? Nicht raus, rein. Nee, aber ein Bart, das reicht doch. Right back. Ja, echt mal, ich bin der Einzige, der aussieht hier wie ein echter Kapitän. Okay, du musst dich nur einmal kurz am Steuer lassen, weil ich wissen möchte, wie der aussieht, wenn man damit fährt. Aber danach kannst du Kapitän sein, kein Problem. Ich bin Backseat. Okay, du bist Backseat, dann geh ich in den Backseat. Alter, nur keine Bestreitung. Ey, unglaublich. Nein, wer ist das? Unglaublich, dieser Mucker. Bleib mal bitte so sitzen. Beweg dich keinen Millimeter, Peter. Tobi, kann ich mal ein bisschen fahren, bitte? Den Platz, den du nicht hast, den bekommt ja, gleich der fahr, Daniel. Ich fahr nur mal eine kurz kleine Runde. Ist okay, ist okay. Und, nee, warte mal. Oh Gott, verdammt. Ja, das ist die Frau. Frauensteuer. Hm? Wie gechillt du da stehst mit deiner angelehnten... Ja, wie geil ist das denn, mein Scheiß? Wer fährt jetzt den SUV? Die angelehnt, die hängt da einfach. Bin ich unten. Na, ist egal. Wird immer da fokussiert. Wieso hältst du deine DMR so komisch hier? Wie auch immer das ist, ich glaub das ist Mario. Lass mich doch. Nur weil ich anders. Kannst du den Leuten noch nicht vorschreiben, wie sie ihre DMR zu halten haben? Hey Sailor! Ich will mitfahren! Tut! Schnell aufs Meer! Mo Kapitän, darf ich mitfahren? Auf dem Meer sind wir schneller als ja, Singer, du Landratte! Dann fahr mal los! Weiß nur nicht wohin. Guck mal, wie ich da ganz hinten bin, Alter. Meine Güte. Wie so eine Galionsfigur, nur auf der anderen Seite. Guck mal in die Ego-Perspektive, dann bist du da gar nicht mehr ganz hinten. Fahr mal bitte zu den beschriebenen Koordinaten. Lass mal da gucken, ob am Strand wirklich eine Lage ist. Ich hab keine Map. Leider. Ja, du bist unser Captain! Das dann ist tatsächlich etwas ungünstig. Navigier nach dem Stern! Wenn ich darüber nachdenke. Vielleicht sollte doch jemand anders fahren, so ganz ohne Map ist ein bisschen scheiße. Ich geb dir meinem. Ey, schaut die Ego-Perspektive und die 3D-Perspektive an. Eine 3D-Perspektive? Von den Insassen im Board. Ey, ich bin ja ganz woanders. Oh Gott, Fertus. Ich sehe meine Brüste. Besonders Daniel. Ey, Mucka, da steht irgendwas auf meiner Brust, kannst du das lesen? Warte, du musst den Bikini öffnen, weil sonst kann ich das nicht. Sag doch nochmal kurz die Koordinaten. Wir sind gehentert worden. Sag dir nochmal kurz die Koordinaten, bitte. Guck mal, das steht da ungefähr drauf, nur dass das N umgedreht ist. Was bedeutet das? Weiß nicht, wo die sind. Auf dem Boot, meinst du, oder? Das heißt Martin. Ernsthaft? Ja. Oh Gott, ich gehöre irgendjemandem, der Martin heißt. Haben wir den Martin hier? Zweitnamen oder so vielleicht? Kennt ihr den Martin? Ja, nö. Ich war bestimmt bestrungen. Aber ich bräuchte die Koordinaten. Achso, immer noch? Tobi, Alter, warum gehst du nicht die Koordinaten raus? 160, hey, 109, gibt dir die Koordinaten. 160, 169. 169, 89. Was macht denn Tobis Gewehr denn da? Guck mal, warum guckt Tobi eigentlich die Wand an? Na gut, verdient hat das. Okay. Sollen wir durch den See fahren? Bitte nicht. Das dauert, glaube ich, ewig. Übrigens, wir müssen jetzt wie Piraten reden, wenn wir mit der Wheel Titanic durch die Gegend düsen, ne? Arrrr! Arrrr! Peter! Fahr zu den Koordinaten! Land voraus! Tobi, warum redest du nicht wie ein Pirat? Ohne Scheiß auf die Seezunge hier. Tobi, jetzt mach mal... Tobi, du bist voll der gute Pirat, komm schon, komm aus dir raus. Fahr mal doch jetzt, zähl viel, Junge! Arrrr! Arrrr! Wow. Dann könnte ich mich übrigens gewöhnen, ey, das ist total gut hier. Ja! Huch! Boot liegt ganz schön tief im Wasser! Ich will auch meinen, wenn Kapitän Huch sagt. Ich bin gerade auf alt gekommen. Soll ich hier am See entlang fahren oder über die Straße?
Dann fahren wir über die Straße. Schön dunkel, ey. Ich sehe ja nix. Massive Steigung. Wir schaffen das. Kein Problem. Im Übrigen brauchen wir nicht irgendwie so einen Antrieb oder so an den Reifen? Ich meine, was bewegt die Reifen eigentlich? Bad, ist nicht schwer. Guck mal da vorne, wo der Motor angebaut ist und dann die paar Räder, die da sich bewegen. Dann ist alles voll ausgeklügelt und so. Ja. Ach, wie nennt man das denn nochmal? So eine... Wow, Speed! Ja, jetzt darfst du aber, jetzt übertreiben mich hier, jetzt wirst du übermütig. Tobi, wie nennt man das Ding nochmal im Auto, was was irgendwie diese Bewegung umkehrt? Die Achsen? Ja, was sozusagen so eine, wie nennt man das? Was sozusagen die Reifen antreibt. Dieses komische Ding, was um 90 Grad sozusagen die Drehung weitergibt über Zahnräder. Also der schafft 100... Oh, was? Tobi? Wo ist denn da vorne? Welle. Das ist zu eng für die Titanic, ich muss außen rumfahren. Nee. Koaxialwelle? Antriebswelle. Antriebswelle, ja, richtig. Ja, perfekt. Hier, wir haben keine Antriebswelle. Wir haben einfach nix. Das ist einfach. Na ja, aber. Ja. Hey, hier ist ein Heli. What the fuck? Na ja. Fahr ich jetzt hier den Schleichweg? Ich brauche ein bisschen Navigation hier. Der Kapitän muss eigentlich nur lenken. Fahr mal links dort runter. Ich will gucken, ob hier oben mit diesem Stab da gegen die Brücke kommt. Ja, ich auch. Oh, guck mal, da oben ist dran eine Piratenflagge oben drauf. So ein kleiner Totenkopf. Stimmt. Oh. Oh Gott. Ah, das ist Titanic-freundlich gebaut hier. Keine Panik. Oh, ich würde so gerne hochklettern und da oben stehen. Das wäre so gut. Ich habe das Gefühl, dass wir uns voll von unserem Ziel entfernen hier. Ah, du bist der Captain. Du weißt, wo wir herfahren. Ja, aber nicht der Koordinator. Der Captain macht alles für uns. Ach so. Tobi ist der prädestinierte Koordinator. Oder Navigator oder wie auch immer. Koordinator. Tobi muss ihm nur sagen, spawn mal im Beilo. Okay. Und dann lauf zum Lager zurück. Okay. Oh, Italianer Zoo, wie bin ich denn hier hingekommen? Oh. Pilgranumoru. Den war schon da. Stimmt, schon. Du jetzt nicht... Dreiviertelstunde Verspätung, aber du warst da. Boah. Das ist hier nicht schifffreundlich gebaut aus irgendwelchen Gründen. Nee, irgendwie nicht. Warum? Ey, die Straße hört ja auch auf, was ist das denn für ein Scheiß? Dann fahr auf den Schienen weiter. Okay, warte, lass mich kurz visieren. Lass mich kurz die Fakten zusammentragen. Wir haben Boot klar gemacht, dann auf den Schienen fährt jetzt. Moment, sofort. Ein Boot ohne Antriebswelle wurde. Wir haben ein Boot, fahren auf dem Land, feuern auf dem Schienenbord, ja? Ja, fahren wir jetzt. Okay, meine Güte. Irgendwann läuft hier ganz falsch. Guck mal bitte, wo die Wolken herkommen. Als wenn unser Motor Staub produziert. Motor. Ja. Das geht ja mit der Zigarre, mit der Piratenzigarre. Nee, hast du das Boot hier bis nicht überhitzt. Jetzt hast du leider geleckt, Mucker. Ich hab deinen Witz jetzt nicht gehört. Ist das Boot hier leicht überhitzt? Ich meine, eben war das noch nicht so extrem. Ja, ich drücke auch die ganze Zeit Shift, deswegen. Shift? Ja, Speed. Ist das nicht auf E? Also bei mir ist es auf E. Da brauchst du nur E. E ist auch Turbo. Wobei, das ist Turbo. Oh, das könnte jetzt eng werden mit dem Mast, Leute. Aber versuch mal, fahr mal langsam. Fahr mal langsam auf dem Mast. Fahr mal langsam. Ich meine, der Mast. Sind wir da gerade irgendwie gegen was? Du musst deinen Kopf einziehen. Ja, du fährst die ganze Zeit da unten gegen so eine Weichen-Dingens, so ein Weichen-Umstellteil. Hab ich nicht gesehen. Oh, fuck. Immer noch. Oder? Alter. Das wird nix. Ich glaube nicht, dass du da herfahren kannst. Alter, da werde ich geköpft, wenn ich da durchfahre. Hau dich doch mal. Nee, da kommen wir nicht durch. Wie unrealistisch. Ja. Okay, Peter, dann musst du jetzt beweisen, ne? Holy fuck! Du fährst immer noch hinten irgendwo gegen. Nein, diesmal nicht, ich fahr da drum rum. Ah, okay. Jo. Meine Güte, nicht schifffreundlich gebaut, die Schienen hier. Ja, echt mal, was soll das denn? Meine Fresse, Alter. Boah, kann das echt wie ein Panzer, ne? Was geht denn hier an, ey? Okay, back to the streets, Junge. Also ich hoffe, wir kommen in kein Kampfgefecht. Wir kommen vor allen Dingen niemals bei dem Punkt an. Ich habe das Gefühl, dass wir... Oh Gott, wir sind auf der falschen Seite des Bergs. Oh.
Fahr mal über den Berg. Kann das auch fliegen? All-Terrain-Vehicle. Kompletter quer über den Berg. Ja, komm, soll ich echt, versuchen? Doch, mach. Ja, aber erst wenn Freie da, keine... Ja, da sind Bäume, da kommen wir nicht durch. Doch, Peter, du machst das. Alter, hier ist voll der Wald. Was ist denn links für ein Gebäude da? Peter, glauben, ey, was ist das denn für ein Gebäude? Warte mal. Lol. Eine kaputte Kirche, oder? Oh, jo, hier war ich noch nie zugegeben. Peter, warte mal, wir haben doch jetzt ein cooles Gefährt. Fahr doch mal hin. Ja. Wir können uns das jetzt angucken. Hätten wir mit dem richtigen Auto nicht machen können. Guck hier, hier ganz chillig, ey. Wow. Alter, Gott, das sieht aus. Ja. Ja, das ist eine Holzkirche, die kenne ich gar nicht. Ich bin hier tausendmal hergefahren, aber war noch nie hier. Also, wir können hier drum unser Lager bauen. Sieht echt gut aus. Ey, überleg mal, Daniel, jetzt würde hier noch so Nebel drüber liegen und so, alles extrem dunkel sein. Nice, oder? Ich glaube, Peter liebt sein neues Gefährt, oder? Ja, auf jeden Fall, das Ding kann einiges. Ich würde am liebsten nur über diesen See hin und her tuckern. Hin und her, hin und her, hin und her. Und dabei ein bisschen was schlürfen, eine Margarita oder so. Und da oben kommen dann zwei Sniper und sagen, ey, guck mal. Komm jetzt geradeaus, quer durch den Wald. Peter, mach doch so eine Fähre, Dienst auf. Wieso so eine Fähre? Come on, du kannst dann immer so, anstatt, weißt du so, oh, wollt ihr nicht über die Brücke fahren? Sind Helikopter euch zu gefährlich? Kein Problem, Peters Titanic-Dienst bringt euch sicher auf die andere Seite. Was ist das denn hier? Tobis Traktor. Ja, aber der brennt nicht, das kann nicht Tobis sein. Geh nicht drauf rein. Hey, wo hängen wir denn jetzt fest? Oh fuck. Ja, das Ding ist schon sehr lang. Wir hätten vielleicht noch ein paar Reifen abbauen sollen vom SUV. Oh Gott! Oh Gott! Wo schaffst du es, Peter? Sehr schön. Wir haben dieses Panzer lecken, da kann ja nichts schief gehen. Okay, Peter, wir müssen nochmal erwähnen, dass wir kein Ersatzwheels haben. Buka, du leckst gerade. Ja, was soll ich machen? Echt mal, Buka. Alle lecken. Echt mal? Wir hatten das scheiß TS hier gemietet. Ja, der TS leckt wieder. Wir hatten jetzt das scheiß TS hier gemietet. Oh! Alter, hast du gerade aussehen? Oh mein Gott, hast du einen Baum umgefahren? Ich steige aus, aussteigen! Oh Gott, ehrlich jetzt? Der Engine ist rot zumindest. Oh Gott! Moment, meine epische Klatscheinlage. Scheiße! Ich hab den verkackten Baum da rausgeholt. Du hast aber auch einen riesigen Mammutbaum umgefahren. Ich weiß es nicht. Scheiße, ey. Toll, da hätten wir den Heli mit rausholen können aus dem Wald. Oh mein Gott, ey, den habe ich irgendwie nicht gecheckt. Okay, jetzt mal zur Frage, wo sind wir hier überhaupt? Der Tobi hat ja schon mal einen Baum. Nee, aber hier, wir sind in der Walachei von der Nordinsel. 131, 105. Engine ist auf 12% übrigens, also... Da geht noch. Ja. Wir sind in... Peter, steig gleich mal. Warte mal, wir machen das hier. Warte, ich habe eine Idee. Ja, ein Reifen fehlt. Oh Gott, Mugat hat eine Idee. Wollen wir einen Gyrocopter fertig machen, der ungefähr 20 Meter von uns entfernt steht? Ja. Wo wir haben eine Idee eigentlich. Da vorne ist auch eine Dings, glaube ich, eine Baustelle, oder? Ja, ich sehe da doch schon Industrial Spawn. Eieiei, ist auch alles kaputt. Ich habe eine Engine gefunden. Ach, auch schon mal was. Ist hier drin oder baust du gerade ab? Ist tatsächlich hier drin, wow. Ja, nice. Ich will schon jemanden fertig machen. Ja, los, dann. Wo ist der Gyrocopter? Nee, du kannst ja nicht fliegen. Glas ist kaputt, du verlierst sofort alles bei dem. Passen ja auch nur zwei Leute rein, das ist ein bisschen doof. Wir brauchen nur einen Reifen. Ja, stimmt. Aber ja, wenn man hier Scrap Metal und so hat, dann muss hier irgendwo in der Nähe eine Baustelle sein. Ja, ja klar, hier wo ich gerade hinrenne, da der Kohlebäude dahinter ist ein Industrial Spawn. Jo, ich komm mal mit. Oh Mann. Schön gemacht, Peter, wirklich. Sehr schön gemacht. Also Peter, ich finde ja gut, dass du hier so schnell lernst, aber an Tobis Fahrkünsten, da musst du nicht unbedingt dir so ein Vorbild nehmen. Ja, du darfst den Scheiß nicht abgucken. Ja, da tut mir leid. Alter, ist nur so ein kleiner Industrial Spawn, das ist natürlich nicht so gut. Oh, ich hab einen Reifen dabei, fällt mir gerade auf. Nice. Oh, lol. Hatte ich zufälligerweise dabei, ernsthaft jetzt. Oh. Ja, seid doch lieber froh, dass ich ihn dabei habe, Leute, was ist los? Stimmt, wir hatten noch 6 Stück gehabt und 5 haben wir nur reingefahren. Ja, eben. Tut er gerade so, als wäre es was Schlimmes wäre. Und kurz nachdem ich so einen kleinen Moment gefahren bin und das nicht so wirklich aufgenommen habe, haben wir Tobi an Steuer gelassen und ich hatte Tobi eigentlich Vertrauen in mein Leben. Tobi würde keinen Mist bauen. Was hat Tobi nach ungefähr einer Minute gemacht? Hm? Wird langsam alt, was?
Hey, sag mal, wie lange ist Tobi jetzt gefahren, Luca? Eine Minute. Ich hab genau Bescheid gesagt, bei einer Minute. Nee, du bist so ein Vogel, Tobi. Unglaublich. Tobi, du kannst jetzt alleine zurücklaufen. Ich bin seit 2 Stunden Eis und er fährt gar nicht. Ey. Und ich muss ja, schon den zweiten Mal fahren. Gott, ist das peinlich. Tobi, und du bist meine Nummer 2. Alter, ich hab mal Leuten gesagt, dass ich stolz darauf bin, mit dir zu spielen. Ach komm, leck mich doch. Ich will kein Auto fahren. Ich lass mich schon wieder fahren. Das ist echt lustig. Wieder in das Industrial-Gebiet. Ja. Ja, ich lauf da gerne hin. Daniel ist in die andere Richtung gelaufen, oder? Ich laufe vorne in den Wald und mache Lasagne, weil ich Hunger habe. Und keinen Bock habe, wieder so einen Scheiß zu machen. Bis gleich. Wobei, das dürfte gar nicht so einfach sein, sich mit der PKP selber anzuschießen. Ja doch, dann nimmst du so ein bisschen Faden. Nimmst einen großen C. Ja, so einen Stock. Ab. Großen C kannst du abnehmen. Das stimmt. Aber wo bleibt ihr? Wir passen hier auf die Titanic auf und ihr kommt einfach. Ey, sag mal, sind die beiden wirklich da? Moko und Daniel bei der Titanic? Ey, ich bin da gerade zurückgelaufen, das sehe ich nicht, ja? Ich bin auch gerade zurückgelaufen, Mann. Ey. Müssen mal. Mayo, wieso guckst du den Baum da vorne so an? Willst du nicht fahren? Ich lauf doch erstmal zu euch. Wo ist Peter? Ja, Peter sitzt hier. Wo ist Moko? Ah, nee. Ach, wie heißt der? Tobi? Ich sitze hier vorne. Der ist aber mein komischer Vogel. Nice, ja. Ach, da. Ja, guck mal, Peter sitzt neben dir. Peter ist rechts neben dir. Ja, jetzt sehe ich ihn auch. Guck mal nach hinten, was der Tobi geschafft hat. Der hat nicht nur geschafft, das Auto kaputt zu machen, sondern gleichzeitig auch auf beiden Seiten die, wie heißen diese Pfosten da umzunieten. Das ist halt typisch Tobi, ne? Dann lässt man eine Minute das Boot fahren, bam, ist es im Arsch. Und dann tut er so wieder, als ob das Boot ganz so... Ja, nö, richtig. Nö, und dann sagst du so, ich hab ja nur so voll schon gefahren. Reifen ist nicht kaputt, nö. Oh, ich sag mal, vielleicht eine Maussteuerung ausmachen. Wo war denn das nochmal? Mach einfach doppelt, dann ist das. Doppelt, ja. Kann ich schon losfahren oder fehlt noch jemand? Dann fahr los. Mayo? Ach, ich hab das Sound aus. Stopp, oh, läuft. Du hast so ein Arschloch, Alter, der müsste jetzt die ganze Zeit fahren, ganz ehrlich. Gesagt, müsste eine Minute. Ja. Warte, darf ich noch mitfahren? Ah, Mucka, du bist so ein Penner, weißt du das? Ein Meter war ich davor. Gut erkannt, Mucka ist ein Penner. Nebenbei, ihr könnt den stoppen, wo ihr hier. Mucka, komm mal runter. Ey, du hast doch gesagt, fliegen kannst du, das wird ja langweilig. Nein. Ich kann okay. Fliegen. Ich bin nicht abholen. Ja, das Problem ist, es ist ein Viersitzer, wa? Das ist die Scheiße. Tobi, wo bist du? Am Boot? Unter dir. Hinter mir? Moment. Unter dir. Warum nicht einmal kurz am Strand entlang fliegen? Ja, aber wir nehmen noch Tobi mit. Okay. Tobi, wo bist du? Jetzt Mayo noch dazu. Du kannst deine Autos kaputt machen. Nein, wir sind doch jetzt total mobil mit der Karre. Jetzt war gerade Miesler. Können wir nicht einen anderen Heli fit machen? Und dann Mayo abholen? Dann, ne? Ja. Alter, der hat eine Sichel, der verkackte Zombie. Sichel? Ja, der hatte eine Sichel. Vielleicht war gerade im Kräutergarten. Der beste Freund von Mucka. Flieg mal nach Norden, Mucka. Da war vorne auf dem Silo und Huey. Genau, und Peter da hinten und dann haben wir zwei. Du bist uns angenervt, Tobi. Wegen Mucka. Achso, ja. Gut verständlich. Tobi, immer wieder ab. Oh, wenn du so anfängst, ne? Sorry, aber ich weiß mal ganz genau, worauf du hinausläufst. Ja, aber diese Tonlage, hast du das nicht gehört? Tobi. Ja, Tobi. Wir würden dir immer was unterstellen. Unterstellt. Du hast schon selbst Angst davor, wie gut wir dich kennen. So ein bisschen wie, weißt du, man wird so in so einen Raum eingesperrt mit so Menschen und dann musst du mit denen klarkommen. Und du willst auch nicht. Coca-Cola. Was ist dein Name, Mucka? Nee, aber gut. Schwarzes Gold ist das. Oh Gott, ey. Was ist hier los? Das wäre Kohle oder Öl. Nein, Mann. Cola. Und ah, Coca-Cola, nicht Pepsi. Das ist so eine Scheiße. Darf ich das benutzen in der Aufnahme? Dann bist du gerade am Aufnehmen, oder was? Ja, gerade eben. Ja, ist kein Problem, die Leute wissen das. Okay, ach so, wenn ich fliege, nimm's auf, aber wenn hier alle Autos kaputt gemacht werden, wird nichts aufgenommen. Weißt du, das ist ja nicht so, als wenn
Ich habe hohe Erwartungen und es leckt gerade wie Sau. Meine Güte. Genau, es leckt. Ich möchte ja gerne fliegen, wa? Aber ich kann das nicht so gut. Das ist das Problem. Ich freue mich schon auf die Aufnahme, wo du die ganze Zeit im Kreis fliegst. Mal sehen, wie das geworden ist. Ja, Tobi nimmt mich. Ja, ohne Scheiß. Ich habe da ja auch aufgenommen und da bin ich vernünftig geflogen. Achtung, lauf, Tobi! Avionics. Naja, ist okay. Schön. Kann man den fliegen? Ja. Alles klar, ich bin mal kurz Pipi machen. Alles klar. Aber bitte hier, von Bord? Oh Gott. Gut, dass er draußen sitzt. Schön, sehr schön. Beute zu. Vielleicht noch jemand PKP Munition? Ja, im Haus auf jeden Fall. Okay. Ja, mal doch was Schönes gelootet, ne? Was Schönes ist gut. Vor allen Dingen, was wir dafür getan haben, ein bisschen fahren und vor allen Dingen 15 Mal das Auto zerstören und damit so werden wir dafür belohnt. So oft, wie wir wieder Reifen gefarmt haben, nebenbei sind hier Reifen drinne. Will einer mit dem Boot nach Hause kommen? Ja, ich kann das Boot nochmal abholen. Wir haben jetzt wieder Reifen. Unverhofft kommt oft, ey. Voll über die Map gekrippelt wie sonst was und auf einmal mit zwei Helis und krassen Blut nach Hause fahren. Innerhalb von wenigen Sekunden. Das ist echt total bescheuert. Aber was meinst du, die sich ärgern werden? Und die werden sich nicht nur ärgern, die werden das Spiel nicht wieder spielen wollen. Oh mein Gott. Yo, ich bin gerade kurzzeitig aus dem Heli rausgeflogen und stand wieder genau da, wo ich gerade eingestiegen bin. Heilige Scheiße, habe ich gerade Angst bekommen. Immer noch, Zeit, das heißt, ganz du bist wieder am Start. Nee, ganz, ganz kurz, für einen kleinen, klitzekleinen Moment. Aber es hat gereicht, um mir Pippi in die Hose reinzumachen. Heilige Scheiße. Hast keine Munition, sagst du? Nee. Warte, ändern wir. Beeil dich, noch habe ich eine schöne Sicht auf ihn. Hast 200 Schuss. Kann ich nachladen? Ich kann nur auf Eject. Oh, jetzt habe ich auf Eject geklickt. Alter. Oh Gott! Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst! Oh mein Alter. Gott! So! Oh Mann, ey! Ey! Er hat auch noch! Jetzt drück ich mal auf Eject! Oh, ich hab auf Eject geklickt! Alter! Das war. Junge! Das war voll die Tobi-Aktion! Heilige Scheiße! Oh! Wolle mal seppen, ne? Ja, bis gleich, Kevin. Mario, das ist die Strafe dafür, dass du mich abschießen wolltest. Genau. Peter, guck du mal, ob du nachladen kannst. Ja, ich bin gerade dabei, aber das geht leider nicht. Mario, Punkt S12 hat zugeschlagen. Tobi, bist aber schon ganz schön profimäßig, oder? Naja, Tobi will angeben. Tobi will angeben. Oh Gott. Oh Gott, komm mit Locken schnell. Komm mit Locken, solange du kannst. Tobi ist am Angeben. Ich nehme das nicht auf, ne, Tobi? So weißt du. Mit wem hast du eben gesprochen? Mit Mind. Anders glaube ich heißt der. Hieß der. Ja, Mind im Peace Week hieß der. Ich persönlich kenne ihn nicht, aber. Warum ist Mucker schneller gelandet als er du? Komm daher. Volle Glanz, aber so. Ey, warte, komm, ich denke mal, das ist ein realer Freund von mir. Ikit. Ja, das ist ein Lager. Aber hallo. Hier mit zwei Helis ankommen hat auch ein bisschen Style, finde ich. Ich habe schon wieder so einen komischen Bug gehabt. Ich bin schon wieder genau da, wo ich gerade ausgestiegen bin. Aber nur kurz. Jetzt bist du aber immer noch da, ne? Oder? Nee, der ist jetzt dauerhaft da, oder? Ja, aber ich bin wieder da, wo ich gerade war. Wo ihr mich aufgehoben habt, auf der Nordinsel. Nein, genau das ist, hatte ich ja vorhin auch diesen komischen. Recht strange. Ja, was mache ich jetzt? Rumlaufen. Bin ich hier. Cool. Stehe ich hier und singe. Da kommt Mucker. Ja, wir machen mal eben Heli. Ja. Junge. Junge. Es ist schön hier auf der Insel, muss ich zugeben. Den Bug hatte ich auch mal. Irgendwann aus dem Flugzeug ausgeflogen. Irgendwann war ich dann, so wie Daniel, endgültig an dem Ort wieder.
Mega nervig. Total bescheuert, Alter. Ich relog gleich mal. Oder ich relog jetzt mal. Das klingt nicht. Was soll ich dann machen? Warten, bis sie da sind. Na gut, dann warte ich. Ich konnte also nichts anderes machen, als auf der Nordinsel mich hinzusetzen und zu warten, bis die Jungs mich endlich mit den Helikoptern abgeholt haben. Als sie denn dann da waren, sind wir alle mit den Huey geflogen und wollten zum Sektor B. Tobi war der Pilot und wir haben uns auf den Weg dorthin gemacht. Ich hatte ein bisschen Panik bekommen, weil mein Speicherplatz gering wurde. Also fuchtelte ich so ein bisschen auf dem Desktop rum und habe mich so wirklich viel Aufmerksamkeit den Sektor B geschenkt. Wir dümpelten also so ein bisschen im Sektor B rum und haben die Urale leer geräumt, als Mayo plötzlich ganze Spotarbeit geleistet hat und zwei Leute erspäht hat. An der Firestation halt weiter zur Stadt. Wo, in, an, nicht, wo? Nee, die... Hinter dem Industrial. Die rennen gerade zum Industrial hin. Zu unseren Industrial hier. An welcher Seite aus? Links oder rechts? Hinten. Hä? Hinten? Okay. Moment. Also, der Haupteingang auf der anderen Seite. Also er meint die Feuerwache, wo die Bots immer drauf sind. Genau. Und die rennen jetzt... zwei auf uns zu jetzt. Von welcher Seite denn? Nur noch von Firestation zu Industrial. Die sind jetzt gleich an der Mauer. Mario, genau gegenüber, ob die von links oder rechts kommen. Entgegengesetzt, Daniel. Aha. Ja, ich guck, ich bin hier direkt... Die sind an der Mauer. Okay, Peter ist hinter dir, Daniel. Peter ist hinter dir, Daniel. Ich glaube, Smuka hier. Auf der. Die gucken jetzt über die Mauer, geht nicht. Ja, ich sehe sie. Die sehen mich aber nicht. Peter, bleib hier hinter. Ja, Ich bin außerhalb, ich bin in der Tanne und ich hab ein Gewehr an. Smuka, ich bin jetzt hier bei der Mauer hier links. Okay. Ja, alter Mann neben mir. Peter. Wenn ich dir sage, dass du rauskommen sollst, rennst du raus. Okay? Stellst dich auf offene Feld ganz, ganz offen hin, direkt neben mir, ungefähr 2-3 Meter neben mir und erfolgt. Wir wollen von beiden Seiten kommen. Das okay. Geh auf der anderen Seite, Peter. Geh auf der anderen Seite. Tobi, wir warten noch, ja? Mhm. Erst wenn die auf dem heilen Weg sind. Die wollen von beiden Seiten kommen. Wie viele Leute hast du gesehen? Zwei Mann. Mehr nicht? Also zwei Mann sind nur hier hingerannt. Haben wir noch Sniper Support oder so? Weißt du das vielleicht? Der eine ist, glaube ich, an DMR vorne gewesen. Okay. Ja, der eine guckt mit der DMR an der Seite vorbei. Ja, ich sehe es. Ah, der läuft raus, Der läuft auf mich zu. Können wir schießen? Lass ihn laufen. Ja, er läuft jetzt so. Können wir schießen? Okay, 3, 2, 1. Tobi, lass schießen. Okay, go. Er hockt, er schießt, ich sehe ihn. Er ist tot. Hier auf dem Boden, tot. Nice, Leute. Der andere sein. Ja, Feinster ist tot. Hab ihn. Nice. Bei uns kam er auch tot. Da ist noch einer, Oloba. Okay. Der hier ist gestorben, sagt ihr? Ja, der ist tot hier. Muka, wir pirschen uns weiter hier vorne lang. Pass auf, ich gehe hier. Heli! Warte mal kurz. Der steigt, der fliegt los, los. Okay, gib ihm. Wir haben ihn auf jeden Fall getroffen, aber das ist. Ja, kannst du vergessen, leider. Egal, wir haben zwei Leute geholt. Schön taktisch. Wie viele sind da jetzt noch im Server? Carmen Feinster, Oloba. Das war's, ja. Schöne Aktion, ey. Hat niemand auf meinen geschossen? Nur ganz nebenbei? Niemand hat auf deinen geschossen, oder? Ja, nee, ich frag nur, weil ich bin fix in der Wand. Du hast mich ja weggeschickt. Ey, keine Panik, Mann. Ich hab ja nur gesagt auf der anderen Seite, weil da keiner aufgepasst hat auf der anderen Seite, dachte ich zumindest. Doch, da war auch jemand. Der hat hier einen DMR dabei gehabt, der Feinster. Der hier hat auch eine DMR, wenn jemand eine will. Ice One. Ach du liebe Zeit, hat er viel DMR-Munition dabei. Pack mal die ACOG ein. Hab ich aufgenommen, Daniel, übrigens unseren Überfall auch, ne? Echt? Sehr gut, sehr gut. Mhm. Also, weil du in zwei Seiten halt bei einblenden könntest. Mhm. Der Kollege kommt wieder. Warte. Da fliegt er. Von wo? Alter. Schussbereit. Und los. Der ist mega weit weg, Mann. Der ist zu weit weg. Nee, kannst du vergessen. Wollte noch ein bisschen draufhalten. ich sag ja nur, ich rede für mich selbst so. Zu weit weg. Oh, da ist ein Heli abgestürzt neben dem Hotel. Hat einen ganzen Baum mitgenommen. Oh ja, uiuiuiui. Das sieht böse aus. Neben Hotel? Links oder von uns aus gesehen links hinter dem Hotel. Da siehst du die Bäume Tower. Umgefallen. Hinter dem Tower. Okay, mal gucken. Ah, ja, oder?
Jo. Ja, sauber gemacht, ne? Jo. Was halte ich von KITZ? Boah, die dicksten Eier auf dem Planeten gerade. Alter, solche Eier hast du, Mucker, Alter. Und du hast keine Scham, sie zu zeigen, Alter. Meine Fresse. Gehört habe, war Peter, Maya hat gesagt, die teilen sich auf. Der eine geht auf die eine Seite, der andere geht auf die andere Seite. Da dachte ich mir so, oh shit, der Tobi, der verkackt sowieso wieder seine Seite. Lass mal lieber die Killermaschine rüber und uns Peter rüber geflitzt. Und währenddessen, ich dachte, Mucka, der lümmelt sowieso wie irgendwo rum und killt dann so einen Dritten, den keiner sieht. Und deswegen dachte ich mir lieber, lass uns lieber vernünftig aufteilen. Ich dachte auch die ganze Zeit, dass ich irgendwie Sniper-Support auf meiner Seite habe und dass gleichzeitig noch irgendwie jemand drauf schießt. Ja, aber wie du auf die Idee gekommen bist, ist mir aber dann ganz... Ja, weil aus irgendeinem Grund Kevin jeden Scheiß sehen konnte und ich keine Ahnung hatte, wo er genau war. Ich war auf Desktop, hab grad Platz gemacht wegen meiner Festplatte. Das war sehr gut. Deswegen, war alles ungünstig und so. Nächstes Mal, Peter, keine Sorge, kannst du wieder, keine Ahnung, hier Rampage machen.